Das ist ja ein Zufall, dass ihr hier auch da seid. Yo, Servus Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge oder Video der Team Community League. Und es wird langsam Zeit, dass wir mal reden. Nicht so, sondern besser. Oder? Denke schon. Ja, der Deadline Day für die Teambuilding-Folgen ist nun schon ein paar Tage her. Und ich glaube, ich muss hier einfach mal ein paar Worte verlieren. Denn zu unserem Team, im SV Habicht, bestehend aus Carly und mir, wir hätten uns eigentlich auch das Team Champion nennen können. Denn jetzt mal ganz ehrlich, was wollt ihr eigentlich verursachen? So, es gab zwei Community Leagues. Carly hat die erste gewonnen, ich habe die zweite gewonnen. Und ihr habt jetzt vor, gegen uns den Titel wo mit nach Hause zu nehmen. Ja, da könnt ihr lange drauf warten. Da gibt es zum Beispiel welche, die haben sich vor ein paar Monaten und Wochen noch gar nicht gekannt. So, der eine, der schmeißt schon den Controller, wenn er bei NBA irgendwie einen Freiwurf nicht trifft. Und der andere, keine Ahnung, was der macht. So. Was soll das überhaupt werden? Die haben keinen Plan voneinander. Dann hat man noch ein paar Neuankömmlinge von Bayern oder so, wo du nur jeden zweiten Satz bzw. jedes zweite Wort verstehst, die ja irgendwie groß auftrumpfen mit ihrem eigenen Verein und sonstiges, dass die doch alle besiegen werden und ähnliches. Aber da kann ich auch mal sagen, Ultimate Team ist nicht Offline- oder Online-Freundschaftsspiel, das ist eine ganz andere Liga. So, dann hast du hier noch die ganz großen Schwitzer mit ihrem Feister Skiller da vorne als Stürmer, einfach eine OP-Karte. Und sonstiges, ja, die haben auch noch die grandiose Idee, lasst uns mal noch einen Wetteinsatz mit hochbringen. So, ja, das ist eine ganz klasse Idee. Nebenbei, das mit dem Wetteinsatz wurde nicht durchgeführt. Einfach aus organisatorischen Gründen. Aber vielleicht bei der nächsten Community League. Und beim letzten Team weiß ich einfach gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll, ne? Die nennen sich so, als hätten sie das, was sie sich da als Namen genommen haben, selber noch nie erlebt. Und hätten sich gleich eigentlich Team Chaos nennen können, weil analysieren wir das Ganze mal. Die erste Folge ist eine Nullerfolge oder die zweite, ich weiß es nicht. Und dann haben sie eine Kreativität von einem toten Stein erwiesen und haben einfach die letzten drei Player Picks nahezu immer die gleichen Spieler gestellt. Oder ist euch nicht aufgefallen, dass seit Folge 3 bis Folge 5 einfach nur noch ein Pope da im Kasten steht? Also so kreativ war es nicht. Wie dem auch sei, ne? Ich will das Video nicht so lang halten, denn ich wollte einfach mal ein paar Wörter verlieren, ne? Was wollt ihr gegen uns überhaupt ausrichten? Im Prinzip ist es jetzt wieder so, wir beide gegen alle, denn alle werden auf uns gehen. Wir sind die Champions, die haben nichts zu verlieren, wir schon. Also möge der Kampf beginnen. Ja, aber es gab einen neuen Patch. Die Übersteiger wurden rausgenommen. Ja, das ist doch kein Problem. Ich habe die eh nie verwendet. Ach, das ganze Spiel ist jetzt scheiße geworden. Wie kann ich mir das vorstellen? Scripting? Ach Quatsch, da haben sie sich verhört. Es gibt gar kein Patent. Momentum und Scripting ist quasi eigentlich nicht vorhanden. Ach, sie haben selber schon erfahren. Am eigenen Leib. Ach, Controller sind auch geflogen. Ja, okay. Oh. Ja, okay. Danke. Ja, vielen Dank. Ja, also. Da würde ich sagen, das Ziel ist nicht letzter werden.